So, und ho, ho, ho! Jetzt beim zweiten Weihnachtstag, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir haben ja noch ein Gedicht für euch, ein schönes. Und das wollen wir jetzt auch vortragen. Wir rasten und ruhen nicht und deswegen, Haslo, du beginnst wieder mit dem Titel. Überraschung am Wintertag. Von hoch vom Himmel komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Und oben in meinem Himmelsschiff bekommen die Spielzeuge letzten Schliff. Dann sink ich in Löwenstein nieder zu Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Was dann passiert, ich verrate euch nichts. Nur so viel. Mein Name ist Tix. Nein, eigentlich und heißt es Deutran, nicht Tix. Applaus. Jawohl, und damit ist eigentlich alles gesagt, ja, also die ganze Arbeit, die ganze Mühe, nur dafür, damit wir hier auf dem Stein stehen und euch das alles präsentieren können. Vor allem Haslos Enthusiasmus. Ja, genau, Haslo, warum liegst du immer? Haslo, was ist los? Was passiert mit dir? Haslo? Nicht der Haslo. Oh, sorry, Brauni. Ich wollte eigentlich Haslo treffen. Ach, oh, herrlich, euch zuzuschauen. Ich sag ja nur, Menschen, Kinder, Azura. Fass doch auch mal einen Schneeball an, Galia. Komm. Nee. Doch, mach mal ruhig, das macht Spaß. Für sowas bin ich zu alt. Für sowas ist man nie zu alt. Ich lach mich doch tot, hab ich doch Spaß genug. Kann man den NPC jetzt auch umschmeißen? Bau, jo, geht. Ey, oh. So nicht, mein Freund, so nicht. Also ich muss ja sagen, sowas wie diesen Pfahl hier, diesen ehemaligen Schiffsmasten, sowas findet man doch nicht auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt und auch in Nürnberg sah ich so etwas Moment, nicht. Schiffsmasten, oh, Schiffsmasten. Mit Zuckerstein, da muss ich mal dran lecken. Die schmeckt sehr süß, lecker. Ja, das ist herrlich, ne? Herrlich. Ja, Insulin, die lassen das ich brauche Insulin. Ich finde das ja klasse. Schwupp. Also wie die das hingekriegt haben hier in ihrer Stadt, das ist nicht schlecht. Da sind wir ja ein bisschen bescheidener. Ja, mit den magischen Schneekanonen ist das natürlich auch einfach. Ja, das stimmt. Wobei, mit Schnee haben wir eigentlich in keinem Jahr Probleme. Bei uns zu Hause. Ich schon. Ich habe nämlich keinen. Das ist das Problem. Deswegen hältst du dich jetzt in Löwenstein auf, ne? Oh, statt zu Hause zu sein. Ah, das habe ich kommen sehen, Haslo. Aua, nein! Nein! Was hast du? Mist. Was ist denn mit den Reisenden hier? Zack. Nein. Ach, Brausi, lass doch mal den Unsinn. Das ist jetzt ein ernsthaftes hier. Das ist ein ernsthaftes Spiel? Ja. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass wir alle so ein bisschen auf die Farbe gewechselt haben, um uns der Jahreszeit anzupassen. Ja, also wir ich sind möchte jetzt auf meine rote Mütze hinweisen. Die Weihnachtswichtel, also ich und Weihnachtswichtel und Weihnachts. Weiß ich nicht. Weihnachtsfrau. Weihnachtsfrau. Ja, aber. Oh, gelaufen hast du, gelaufen. Vielleicht könnten wir jetzt noch ein bisschen ausziehen und diesen schönen weißen Schnee auch färben. Blutrot. Blutrot. Ah, noch so ein schönes Haus hier. Schaut mal. Das sieht aus wie ein Adventskalender. Ja, und ich habe schon ganz viele Türchen aufgemacht. Wenn man da oben hintrifft, dann kriegt man einen Preis bestimmt.
Aha. Oder auch nicht. Ich will da jetzt hoch. Ich kletter da mal rauf. Das ist toll, das Haus hier. Jetzt hier so. Ach, klappt doch gut. So, und jetzt muss ich da irgendwie auf den Balkon rauf. So. Alles meins. Geschenke auspacken. Da sind überhaupt keine Geschenke in dem Haus. Die sind hier auf dem Balkon und die gehören alle mir. Ich komme aber nicht. Vielleicht muss man durch den Kamin. Das ist der Trick an der Sache. Nee, ich pass nicht. Ich habe zu viele Nougat-Eier gegessen. Jetzt passe ich nicht mehr rein. Sowas aber auch. Tja, in so ein Asura passt eben nicht viel rein. Wenn du doch einmal einen Schneeball berühren würdest. Nur mal so, zum Spaß. Bin ich denn Jeck? Wir haben Wintertag und nicht Karneval. Kukaslu ist nicht so. Ja, das ist auch in Ordnung so. Ist auch so. Aber auf Brause ist Verlass. Wo fällt Brause? Darf ich mal gucken? Hallo Brause. Ja, schmeißt du mal einen Ball auf Brause. Vielleicht fällt er bei dir um. Nein. Was tue ich nicht? Versuch was wert. Tit for tat. Genau, das ist ja Ticks Infinarium. Das kennen wir ja eigentlich schon. Deswegen wollen wir das vielleicht nicht unbedingt nochmal machen. Ah, noch ein magischer Schneemann. Jawoll. Und boing. Ach, das zählt auch. Das zählt auch. Oh, oh, nun muss ich rennen. Lauf. Ach, Mist. Entfleucht. Und? Dann spring ich und bring mich um. Springst du lieber in den Tod, als dich von uns einseifen zu lassen? Natürlich. Ha. Hier unten ist gar kein Weihnachten. Was ist das hier? Wir sind ja in der Karibik. Folgt mir, hier ist ein Tunnel, den müssen wir unbedingt erforschen. Leute, ihr habt's gehört, kommt mal hier rüber, wir haben hier einen Tunnel. Tunnelalarm. Beschleunigt. Daneben. Alle drunten? Nee. So, jetzt aber. Aber jetzt ist mal, schmilzt mein Schneeball. Ich bin nicht sicher, dass wir hier nicht schon mal waren. Hier waren wir schon mal. Macht aber nichts. Ich glaube, da kommen wir zu der gleichen Stelle hin, glaube ich, wo man, wenn man von oben runterspringt irgendwo. Oh, hier geht's in viele Richtungen. Ich glaube, wir waren mal in irgendeiner Quest hier drin. Ja, in der einen Richtung geht schon mal nicht allzu weit, da wo ich gerade herkomme. Vielleicht nach unten. Nach unten ist interessant, glaube ich. Gut, dann nach unten. So tief wir können nach unten. Blub. Ich glaube, da kommen wir in irgendein Jumping Puzzle. Das ist aber besonders schwer. Hier kann man ja gar nicht jumpen. Eine Donnerkrabbe. Na, sowas. Scheint ja aber eine Sackgasse zu sein, wa? Glaub ja. Ich meine, wir waren hier in irgendeiner Quest-Ini drin. Oh. Das hatte damals, glaube ich, irgendwas mit den mit dem Orden der Gerüchte zu tun. Wenn ich mich ich will zu meiner Familie. Ich möchte wieder feiern. Folge einfach den Zuckerdingern. Wo seid ihr denn hin? Ich sehe euch gar nicht mehr. Top. Aufgetaucht und dann wieder in den Kanalisationsgang. Ja, hoch, 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 Brause, hoch. Nee, nicht. Ja, ich komm. Du bist falsch. Hier sind wir. Haslo. Du bist wenigstens bei mir.
Da kommen sie. Aber ich kann es ja auch frostig machen. Aber kann man keine Stäbe rausmachen? Ja, das geht leider nicht. Aus deinem Frost. Unter Wasser ist auch das Werfen nicht ganz so einfach. Nanu? Ach, hier sind wir jetzt. Ah ja, okay. Ach, hier sind wir jetzt. Das sieht so gar nicht festlich aus. Ja, das ist in der Kanalisation häufiger so. Also, ich weiß nicht, nach Weihnachten, wenn dann das ganze Geschenkpapier runtergespült wird, dann sieht es hier auch festlich aus. Ja, okay. Also ich würde sagen, das war Löwenstein intensiv und genug für einen Winterstinketag. Wie war ein Wintertag? Ja, wir sind in der Kanalisation geschwommen. Hier haben sie den Film Der dritte Mann gedreht. Ja, dann können wir beim nächsten Mal ja mit der Story-Quest weitermachen. Was haltet ihr davon? Ja. Wir haben da ja immer noch so einen dicken, fetten, bösen Drachen auf so einer Insel voller Auferstandener zu erledigen. Vielleicht könnten wir uns eben noch am Glühweinstand... Glühwein? Oder Glühwein. Badestube? Ich frag mal eben hier, Boah, ich stinke ja richtig. Wo geht's hier zum Glühweinstand? Sehr schön. Erfrischend. Keine Antwort. Das weiß niemand. Also, eventuell oben auf der Ebene, wo wir gerade waren, ist auf der linken Seite ja so eine Kneipe. Das ist erfrischend. Oder vielleicht am Hafen in den Kneipen, aber... Da kriegen wir wahrscheinlich heißen Grog. Ja. Na gut, dann sag ich, wir verlassen diese ungastliche Stätte und begeben uns. Genau. Alles täuschen und tarnen hier. Habt ihr alle eure tägliche voll gemacht? Nein. Ich habe hier 1 von 5. Was habe ich gemacht? Wintertagsfreundschaften. Ich brauche noch einen Schneemänner. Magische Schneemänner bauen. Dann kann man hier noch einen bauen vielleicht? Ja, hier kann ich noch einen bauen. Wo bist du denn? Nur 5 Meter weiter gelaufen. Ja! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wenn du mich jetzt nicht siehst. Wo bist du denn? Wo bist du? Ich sehe nur Hasslo. Du bist an mir vorbeigelaufen jetzt. Ah ja, okay. Aber... Okay. Es scheint tatsächlich niemand zu wissen, wo es die Glühwein gibt. Skandalös. So, ihr habt jetzt voll oder fehlt euch noch was? Ich habe das, glaube ich, voll. Und jetzt gucken wir auf die Karte und ich sehe, dass ernstere Themen auch in den Feiertagen uns erwarten. Ruin von Ohr, Fluchküste. Wegmarke Wichtigtour-Gipfel. Habt ihr den auch offen? Ja, wobei Wegmarke ist, jetzt so direkt eine Wegmarke habe ich nur in der Nähe Jofast Wegmarke. Bisschen im Nordosten nicht davon. Seid ihr hier, um was zu kaufen? Dann nehme ich Jofast Wegmarke. Sollen wir uns da treffen? Ja, lass uns doch da treffen. Dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in Orr, wenn es dann auf... Neujahr zugeht, ich weiß noch nicht, mal und sehen. Und bis dahin frohen Wintertag! Genau, und ich hoffe, ihr habt alle viele schöne, dicke, fette Geschenke gehabt und viele Süßigkeiten und schöne Festtagsbraten und was weiß ich. Und fallt mir nicht in die Kanalisation. Genau, das tut man nämlich nicht am Wintertag.
Und Cut.